Berlin 1699. Andreas Schlüter wird zum Schlossbaudirektor berufen. Noch heute gilt er hier als bedeutendster Baumeister Bess Barocks. Aber kaum ein Historiker erinnert an Schlüters unrühmliches Karriereende am preußischen Hof. Die Münzturm-Katastrophe jetzt in Rigoletti History. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von Rigoletti History. Mitten in Berlin, auf Deutschlands berühmtester Brache, entsteht das Humboldt-Forum. Ein moderner Neubau im alten Kleid. Hinter originalgetreuen Barockfassaden klafft Beton, angemischt im 21. Jahrhundert. Wer waren die wahren Baumeister? 1664. Andreas Schlüter wird geboren. Ein begabtes Kind. 1694. Der preußische Kurfürst ruft ihn an seinen Hof. Komm er, Schlüter. Eine steile Karriere. Was mein Vater mit dem Schwert geschaffen, will ich durch die Kunst verherrlichen. Die Träume des Kurfürsten nach Macht und Pracht verwirklicht Schlüter in Holz und Stein. Er hat ein weiteres Mal seine Kunst bewiesen, Schlüter. Der Kurfürst, inzwischen König, beauftragt Schlüter mit dem Bau einer neuen Residenz. Das Barockschloss entsteht, eine Insignie der Macht. Doch Friedrichs Gemahlin Königin Sophie Charlotte bevorzugt einen anderen Architekten, Johann Eosander von Goethe. Er baut an den Schlössern, in denen sie sich am liebsten aufhält. Das Charlottenburger Schloss, Mont-Bichu-Schloss, Schloss Oranienburg, Rathaus Charlottenburg. Nach ihrem plötzlichen Tod wird sie in einem Prunksarkophag bestattet. Entworfen jedoch nicht von ihrem Leibarchitekten, sondern von Andreas Schlüter. Ein Pfeil ins Herz des Eosander von Goethe. Nicht überliefert ist, ob Schlüter von sportlicher Natur war. Er gilt bis heute als Erfinder des modernen Joggings. Ebenso wenig wissen wir, dass Eosander von Goethe die Ornithologie liebte. Eosander und Schlüter, zwei Architekten am selben Ort? Einer zu viel? Schlüter bekommt vom König den Auftrag, den höchsten Turm der Welt zu errichten, einen Münzturm. Sofort macht er sich an die Arbeit. Ein Wagnis. Der Baugrund ist weich und sumpfig. Die Zollstöcke sind nicht geeicht. Wie besessen verfolgt von Goethe die Arbeiten auf der Münzturmbaustelle. Seine Warnungen vor Baumängeln werden nicht gehört. Auch seine Eingabe, der enorme Aushub gefährde den Lebensraum des Brandenburger Sumpferpels, verhallt. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf, das Fundament gerät ins Rutschen, der Turm wankt, erste Steine fallen. Kostenexplosion auf Preußens Großbaustelle, der höchste Turm der Welt muss rückgebaut werden. Gefundenes Fressen für die Berliner Schnauze, eine bis heute aktuelle Redensart, entsteht. Aus Schlüter wird geschlütert, wird geschludert. Der Fall des einen, der Aufstieg des anderen. Jubelnd nimmt Johann Eosander von Goethe seine Ernennung zum Schlossbaudirektor entgegen und verdoppelt das Schloss nach Westen hin. 1713. Der König stirbt und hinterlässt einen bankrotten Staat. Der neue König Friedrich Wilhelm I. lässt die Bauarbeiten einstellen. Auch Eosander muss den Hof verlassen. Er wird der Veruntreuung von Bauplänen beschuldigt.
Wir aber glauben, seine Entlassung war politisch motiviert. Das Flötenspiel des Baumeisters ergötzte den einjährigen Sohn des Königs, den kleinen Friedrich den Großen. Mein Name ist von Goethe, ich spiele Flöte und Tröte. Das missfiel dem kunst- und musikfeindlichen Soldatenkönig. Der Rest ist Geschichte.